Hallo, hallo. Grüßt euch. Jo, ich bin mal nicht alleine im Studio zu den aktuellen Zeiten, sondern wir sind zu zweit. Schön, dass du da bist, Anna. Gerne. Denn wir haben ja auch eine Folge zusammen gestaltet zu feministischer Mädchenarbeit. Und ein Hallo an alle, die schon da sind. Oder die sich später anschauen. Ja, Joshua wird heute nicht zugeschaltet, das heißt endlich mal wieder in der normalen, normalen Kamerabild. Das ist mal furchtbar anstrengend gewesen, die letzten Wochen. Ich finde es schade, dass er nicht dabei ist. Klar, es ist natürlich trotzdem schade. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Grüß dich, Nightmare, Ikezo. Wethead, Sadi. Hallo zusammen. Sparkly Morpheus. Ja, wir machen heute ganz entspannt. Einfach ein bisschen quatschen über die Folge, über Mädchenarbeit und was noch so eure Fragen sind, wie es euch gefallen hat, wie so euer Eindruck war von der Folge, was vielleicht noch spannend ist. Ja, das stimmt bald. Ich trage weiß. Ich glaube, Joshua trägt auch sehr häufig weiß. Ja. Ja, starten wir vielleicht mal damit, wie es für dich war. Oder ich kann auch beginnen, wie es für mich war, aber Gast ist ja immer zuerst. Oder ich fange an und du überlegst noch. Ich fand es tatsächlich eine echt spannende Aufnahme. Aber ich habe natürlich auch. Oh nein, bitte nicht. Also hier ist nämlich die Frage an uns, wie gerne würdet ihr ein Bonbon essen? Oh nein. Stelle ich mir schon witzig Oh vor. nein, das wäre jetzt so richtig reverse, weil ich ganz häufig im Chat dafür plädiere, dass ihr beiden Bonbons essen müsst. Oh Gott. Okay, dann essen wir mal Bonbons. Blau oder rot? War ja klar, also wenn ich so reagiere, dann provoziere ich das ja nochmal. Blau oder rot? Ist eine weniger schlimm, eine Farbe? Fand ich eigentlich nicht. Also, die nehmen sich nicht viel. Dann rot. Gut, dann greife ich mal zu blau. Nee, ich sage jetzt nicht, wer ich im Chat bin. Das bleibt mein Geheimnis, dass ich, ja. Ja, ich fand auf jeden Fall die Aufnahme spannend und ist uns auch vielleicht mit ein paar Abstrichen, finde ich, ganz gut gelungen. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen näher dran an dem Thema. Also von daher war es jetzt halt für mich jetzt kein so neues Thema, wie das halt vielleicht auch häufiger mal bei Übertage ist, dass ich dann. Oh yes. Was Danke dir, denn? Keso. Oh. Stabil. Also halt so eine Sache, wo man halt dann neu eintaucht und dann halt ein sehr starkes eigenes Interesse nochmal im Besonderen hat, weil es halt was ganz Neues ist. Und das war jetzt halt für mich in dem Fall nicht so, weil ja wir die Mädchenarbeit eh bei uns in Räumlichkeit haben und ich das dann ja auch so mitverfolgt habe und wieder auch schon häufiger darüber diskutiert und gesprochen haben. Und deswegen war es halt trotzdem cool für mich, aber halt jetzt nichts komplett Neues. Ne? Jetzt erstmal die Bonbons. Wohl bekommst. Ich hasse diese Dinge. Ich habe tatsächlich jemanden neben mir sitzen, der es fast so gut schafft wie Joshua Ja, ich wollte zu gerade sagen, verbergen. also ich wollte nicht zu voreilig sein und das nachher bereuen.
Aber Marian, du stellst dich an. Komm, die sind voll sauer. Ich vertrete Joscha, glaube ich, ganz gut heute. Hä? Nein, wohl nicht, sie sind wirklich sauer. Vielleicht vertrage ich es einfach nicht so gut. Scheiße. Also ich bin halt auch sehr Center-Shocks geübt. Mhm. Aber... War das so ein Ding, dass du immer nach der Schule früher dir Center-Shocks gegönnt hast? Ja, auf jeden Fall Center-Shocks. Immer bei der Jet-Tankstelle. Und ja, alles Mögliche. Ne? Ich habe eigentlich alles mitgenommen, was es gab. Schmeckt dir das Bonbon sogar? Nee. Also es ist mir ein bisschen zu künstlich. Aber was soll das für ein Geschmack sein? Einfach nur sauer? Danke dir, Benni. Nice. Okay, Erdbeer. Mhm. Oh ja. Jetzt, wo ich es gelesen habe, ich mag auch überhaupt keinen künstlichen Erdbeergeschmack. Mhm. Aber ist in Ordnung. Ja, sag doch erstmal, wie es dir gefallen hat, die Aufnahme und so. Also die Aufnahme insgesamt ganz gut. Ich freue mich natürlich auch immer über das Thema sprechen zu können. Aber ich war schon sehr aufgeregt und würde das dann nach meinem Urteil auch sagen, es war jetzt keine Glanzleistung von mir. Aber ich denke, insgesamt war es in Ordnung. Mhm. Okay. Also LAG Mädchenarbeit kenne ich natürlich. Ich habe jetzt aber keinen Draht zu denen oder irgendwie Ansprechpersonen oder sowas, mit denen ich in Kontakt stehe. Also kennst du dich damit etwas besser aus? Also offensichtlicher, wenn du LAG Mädchenarbeit kennst? Ne, die Folge kam auch tatsächlich so ganz gut an. Also es ist halt interessant, so von der Beobachtung her, dass grundsätzlich bei feministischen Themen haben wir immer echt schlechte Aufrufzahlen. Also die halt auf jeden Fall unter dem Durchschnitt liegen. Mhm. Gab vielleicht ein paar Folgen, die noch ein bisschen besser gelaufen sind, aber auch die Folge war auf jeden Fall unter dem Durchschnitt. Wir bekommen aber gleichzeitig auch immer viel positive Rückmeldung. Irgendwie ein bisschen strange. Und es gab dann einen so einen eher trolligen Kommentar. Ach, dieser eine, ne? Genau. So. Der war ein bisschen wirr auch. Ja, genau. Eher so ein rechter Troll, aber der meint halt, dass er selber in Jugendeinrichtungen arbeitet und halt ja, dass Jungen ja mindestens genauso benachteiligt sind wie Mädchen und so. Also es war jetzt ja nicht unser Thema. Jungenarbeit, da kann man auch viel drüber verlieren. Und natürlich haben auch Jungen halt enorme Baustellen und enorme Probleme auch innerhalb dieser Gesellschaft. Und natürlich gibt es ja auch ganz viele echt krasse Themenbereiche, von denen Jungen vielleicht auch nochmal in anderer Weise betroffen sind als Mädchen. Das ist ja auch prinzipiell richtig. Ne? Aber er hat das dann probiert halt so zu münzen, dass das ja eigentlich eine Umkehrung, dieses klassische rechte Narrativ, ne, dass es so eine Umkehrung gab von den Geschlechtern und dass jetzt ja eigentlich die Männer das schwache Glied sind. Die Jungs. Und andererseits war aber irgendwie so männliche Vorherrschaft wurde so in einem Nebensatz als quasi normal und richtig dargestellt. Mhm. So. Aber kann gut sein, dass er tatsächlich in der Jugendarbeit arbeitet. Ja. Danke, Sari. Gibt es eigentlich im Union-Salon eine Initiative zur Jugendarbeit? Leider nein.
ich werde tatsächlich auch häufiger von den Mädchen danach gefragt. Also das kommt immer wieder auf, wenn ich Jungs an der Tür sage oder die anderen Mädchen sagen, heute ist Mädchentreff. Die Frage, ja, wann ist denn Jungentreff? Ist ja auch sehr naheliegend. Und dann sage ich immer, Jungentreff kann auch stattfinden. Es muss sich nur ein entsprechender Erwachsener finden, der das halt umsetzen möchte. Mhm. Und erzähle ich was die Stadt gesagt, aber in der Stadt, ich möchte ein bisschen, was das anonym angeht, anonym bleiben, wo ich früher mal gearbeitet habe. Da gab es tatsächlich auch einen Jungenverein, also ein Verein, der antisexistische Jungenarbeit macht. Und mit denen haben wir auch sehr viel kooperiert. Und vor allem, wenn wir an Schulen gegangen sind und da Projekttage gemacht haben und sich das eben, ja, das halt funktioniert hat, dass wir gemeinsam an der Schule waren, das ist das Beste eigentlich, was passieren kann. Also häufig haben wir dann erst eine gewisse Zeit mit der Klasse gemeinsam, dann trennen wir die Klassen und dann kommen wir nochmal zusammen. Und das ist eigentlich ja, ziemlich perfekt so für den Kontext. Mhm. Aber natürlich hat man den Luxus nicht immer, dass es auch eine Initiative, einen Verein gibt, der quasi antisexistische Jungenarbeit macht. Und das haben wir auch gerade nicht bei uns. Mhm. Also wie du schon gesagt hast, wenn es das geben würde, also es macht ja auch nur Sinn, sowas dann halt explizit zu machen, wenn dann auch wer ist, der dann auch eine gewisse Ausbildung daran hat. Also klar kann ich jetzt halt auch halt mit Jungen halt irgendwie eine gute Zeit halt verbringen oder so, aber das muss ja halt trotzdem einfach, also auch ein Freizeitangebot mir überlegen und so, aber das ist ja Banane. Einfach nur so, das ist ja die ganze Zeit sozusagen gegeben, dass halt Kids bei uns im Laden sind und einfach spielen und so weiter. Ich könnte sicher mal jemanden einladen von diesem jungen Verein, der mal einen Crashkurs gibt. nee, also ich sehe das jetzt auch nicht, dass es einen regelmäßig stattfindenden Jungstreff einmal wöchentlich gibt, wie der Mädchentreff. Aber man könnte das auf jeden Fall mal so sporadisch auf jeden Fall machen. Fände ich eigentlich ganz gut. Ja. Ist auch sehr wichtig. Das Witzige ist ja, dass tatsächlich in unserem Verein, in dem Kollektiv, der sehr weiblich dominiert ist. Mhm. Also es gibt tatsächlich bei uns im Union-Salon sehr wenige Männer, die dafür in Frage kommen würden. Ja, ja. Aber ja. Okay, was ist denn noch für Kommentare? Danke, Mats. Freut mich. Ja. Okay. Ist auf jeden Fall LRG NRW, also LRG Mädchenarbeit NRW, die, das wäre auf jeden Fall spannend für mich, mich mal mit denen zu vernetzen. Also ich weiß gar nicht, was kann ich eigentlich zur LRG Mädchenarbeit sagen, dass ich alle abhole. Die Frage hier im Chat war ja danach, ob ich LRG Mädchenarbeit kenne und Kontakt dazu besteht. Und das ist halt quasi eine Arbeitsgemeinschaft, genau, dafür steht das. Landesarbeitsgemeinschaft, Mädchenarbeit. Und die machen natürlich auch Interessensvertretung in dem Bereich. Bestimmt machen die auch Fortbildungen und sowas alles. Ja, sowas um den Dreh. Annette, du schreibst ja auch noch, für Jungenarbeit braucht es meiner Einschätzung nach keine jungen Zeit. Die nehmen sich eh genug Raum. Also das haben wir ja in der Folge auch thematisiert, ne? Dass es zwar richtig ist, dass das der Fall ist und dass darüber ja auch die Mädchenarbeit mit unter anderem entstanden ist, dass für Mädchen dann eben
oft zu kurz kam und oft nicht der Raum da war. Aber bei jetzt Jungenarbeit geht es ja nicht nur einfach darum, dass jetzt halt Jungen halt einfach einen Raum haben zum Spielen oder so. Und da geht's ja schon darum, dass auch bestimmte Themen dann einfach einen Platz haben und eine Aushandlung erfahren, die dann auch Jungen spezifisch halt betreffen. Und das wäre ja nochmal was anderes, halt einen allgemeinen Raum für Kids und so zu haben, wo man halt einfach spielen kann und so. Oder ob dahinter halt auch eine Konzeption steht, die jetzt halt speziell auf Jungen zugeschnitten ist. Ja, und vor allem natürlich die männliche Rollenvorstellungen hinterfragen, genauso wie eben auch die Mädchenarbeit. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, also unter anderem das, ne? Hm. Es braucht dann natürlich auch mehr in der antisexistischen Jungenarbeit als nur das. Aber ich kann mich daran erinnern, mein erstes Praktikum 2011, das ich gemacht habe in der sozialen Arbeit, da gab es eine Jungs-AG. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht antisexistisch war. Mhm. Weil ich einfach weiß von dem Kollegen, der die ausgerichtet hat. Mhm. Ja. Klar, so sollte es natürlich nicht sein. Also, dass man dann eventuell sogar noch nicht so geiles Verhalten noch bestärkt. Ja. Und ich glaube, das habe ich ja auch in der Folge angesprochen, dass es ja eh immer man sich in diesem Handlungsspielraum befindet oder ja, die Herausforderung, dass man eben nicht die klassischen Klischees auch bestätigt, indem man halt Mädchenarbeit macht und dann natürlich auch Jungenarbeit, indem man sich darauf bezieht und dann eben sagt, okay, wir treffen uns hier als Mädchen, weil Jungs nerven mir sowieso immer und sowas alles. Mhm. Das ist dann schnell eine leichte Erklärung, die die Mädchen dann auch nachvollziehen können. Aber genau, also, dass man da eben auch immer sensibel ist, dass man eben diese klassischen Bilder nicht auch dadurch bestätigt. Das ist vielleicht als Geschichte ganz interessant. Damals im Black Pigeon, im anarchistischen Zentrum, wo ich jetzt davor von dem aktuellen Nachbarschaftstreff auch aktiv war, da hatten wir ja auch Fotos, wo halt dann eigentlich fast nur Männer-Models waren, im Laden halt hängen, die halt jetzt also nicht komplett nackt waren, aber halt so dann auch nicht komplett bekleidet waren, sag ich mal. Und das hat halt immer für sehr viel Irritation bei den Jungs speziell gesorgt. So, also ne, dann einfach, ja, wär hier ekelhaft irgendwie homosexuelle Sachen oder was weiß ich. Und das war dann halt auch immer schon so ein, jetzt halt so ein Beispiel, wo man dann halt dann auch immer mal drüber geredet hat und so. Und ja, am Ende des Tages war das dann halt für die, die halt regelmäßig gekommen sind, auch irgendwann einfach normal, dass es halt da ist. Ja. Mm. Hast du deinen Bonbon schon weg? Ja, ist weg. Ich habe immer noch einen Bonbon im Mund. Hört man bestimmt auch. Ja, jetzt wo du es sagst, Nightmare, das stimmt. LAG Jungenarbeit hat seinen Sitz in Dortmund. Ja, krass. Jetzt klingelt es bei mir auch, wo du es sagst. Das ist natürlich noch mal was anderes. Da muss ich mich echt mal in meiner eigenen Stadt mehr vernetzen. Mhm. Genau, Sadi sagt, ich habe zwei Töchter, deswegen habe ich an diesem Thema ein persönliches Interesse. Meine Große ist 10. Wie mache ich Mädchen-Empowerment als Vater? Also ich denke, Antisexismus ist natürlich das Stichwort schlechthin. Also welches Rollenbild lebst du vor? Du bist also ein großes Vorbild für deine Töchter und dementsprechend kannst du eigentlich auch sehr gut für Irritationen auch im Alltag sorgen. Das machst du bestimmt auch. Also quasi auch immer alternative Möglichkeiten aufzeigen und
dann natürlich dieses ganze Thema, ja, was wichtig ist, eine sexualpädagogische Aufklärung, da natürlich altersgerecht und sensibel, weil das aufgeklärte Kinder im Allgemeinen, aufgeklärte Jugend, nicht nur Mädchen, die das sind immer, das schützt Kinder natürlich vor Gewalt. Fällt dir noch was ein? Das ist halt ganz groß, ne? Generell, also einfach antipatriarchal und also antisexistische Erziehung. Ja, also jetzt in dem Sinne so von, dass man das dann halt auch nicht, also es gibt ja, sag ich mal, zwangsläufige, oftmals vorherrschende so Erziehungsmuster. Also dass dann zum Beispiel, ja, Mädchen buddeln jetzt halt nicht so im Dreck oder so. Oder bei Jungen andersherum, wenn die halt irgendwie weinen oder so, dass das dann halt nicht so gern gesehen wird, als wie das jetzt bei Mädchen oftmals ist oder so, dass man jetzt halt irgendwie Jungen weinen nicht oder so. Also das sind ja so ein bisschen diese Klassiker, was du wahrscheinlich auch jetzt meinst mit antipatriarchaler Erziehung. Also dass man da halt nicht so viel drauf gibt, sondern dass man Kinder einfach dann nach einem vernünftigen Wertekodex, den wir als Anarchisten ja, eh haben, geh ich auch mal so davon sozusagen aus, erzieht und da dann halt einfach auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, so. Das finde ich halt wichtig. Sonst ist Wendo immer noch ein cooles Stichwort. Feministische Selbstverteidigung. Kannst du auch mal gucken, ob es sowas in deiner Stadt gibt. Also bei Wendo wird auf jeden Fall was Gutes drinstecken, wenn das halt so explizit als das halt bezeichnet ist. Selbstverteidigung im Allgemeinen ist natürlich auch wichtig, also auch wenn sie explizit für Mädchen oder Selbstbehauptung angeboten wird, da würde ich aber trotzdem mal gucken, wer das organisiert, weil sowas wird auch häufiger mal von der Polizei angeboten. Also ist dann auch immer, die können es auch gut machen, aber ja. Da würde ich dann jetzt halt nicht drauf vertrauen, unbedingt. Ja, aber das wirst du ja wahrscheinlich sowieso auch machen. Ja, vielleicht soweit erstmal. Waren ja schon ein paar interessante Sachen dabei. Mats fragt, vielleicht fallen uns auch zwischendurch noch immer mal wieder Sachen ein oder kommen auch auf während des Gesprächs. Mats sagt, wie sieht das aus auf Pädagoginnenseite? Machen mehr weiblich gelesene Mädchenarbeit und umgekehrt? Mädchentreffs mit nur männlichen Betreuern wird es ja eher nicht geben, oder? Ich erkläre euch jetzt gleich, warum ich Marian so angegrinst habe. Also bei mir in der Fortbildung, boah, die ist... Ich frage mich die ganze Zeit, dass du immer noch an diesem Bonbon bist. Ich habe dem jetzt ein Ende bereitet und ich habe keine Angst mehr vor diesen Bonbons und vor dem Punkte einsetzen dafür. Also bei mir in der Fortbildung, die ich gemacht habe zur feministischen Mädchenarbeit, da hieß es eigentlich, soweit ich weiß, dass Frauen, weiblich gelesene Personen Mädchenarbeit machen und Männer, männlich gelesene, männlich sozialisierte Menschen Jungenarbeit machen. Man kann natürlich auch koedukative Arbeit, also man kann auch in gemischtgeschlechtlichen Gruppen parteiliche Mädchenarbeit machen, antisexistische Jungenarbeit. Also das ist ja auch möglich. Die Frage war... Achso, und genau, ich habe halt, wir kennen halt jemand, der als Mann Mädchenarbeit macht. Das hat mich eher irritiert. Mhm. Ist auch, glaube ich, eher ungewöhnlich so.
Ist eher ungewöhnlich tatsächlich, ja, würde ich auch sagen. Also, ich muss mal drüber nachdenken, ob sich das für mich jetzt auch so sehr ausschließt. Ist auf jeden Fall auch themenabhängig, ne? Also welche Themen man anspricht, welche Themen man behandelt. Ja. Aber es sollte ja auf jeden Fall trotzdem, wenn man jetzt von einem Mädchen trefft, dann sollte halt schon mindestens, sag ich mal, als Mindestmaßgabe die Mehrheit eigentlich Frauen beziehungsweise weiblich sozialisierte Menschen sein. Das ist ja irgendwie sonst auch ein bisschen witzlos, weil es geht ja um die konkreten Erfahrungen der Mädchen und das müssen dann ja auch Menschen sein, die diese Erfahrungen nachempfinden können und selber auch durchlebt haben. Das ist dann ja eine andere Form von Betroffenheit. So. Also der gemeinsame Bezugspunkt ist ja eben, dass wir uns als Frauen definieren, dass wir Frauen sind, dass wir Mädchen sind oder mal Mädchen waren. Natürlich ist mein Erfahrungshorizont, meine Lebensrealität eine ganz andere als von einem 9-jährigen Mädchen. Aber trotzdem ist es ja eben ganz automatisch, dass man die Vorbildfunktion einnimmt. Und das wäre auch komisch, jetzt zum Beispiel bei uns im Mädchentreff im Nachbarschaftsraum, wenn ich sagen würde, nee, du darfst nicht reinkommen. Der 5-jährige, mittlerweile 6-jährige, der immer gerne dabei sein möchte zum Beispiel. Und dann, ja, aber warum ist Marian denn dabei? Ja, klar. So, also klar lässt sich alles herleiten und auch erklären, wenn man das halt begründet halt so machen würde, umsetzen würde. Würde man sich ja auch was dabei denken und könnte das halt auch so kommunizieren. Aber eigentlich heißt es immer jungfreie Zone und männerfreie Zone. Da passt vielleicht dann auch die letzte Folge von Nightmare noch ein bisschen zu. Und zwar, wie gehst du mit dem Spannungsverhältnis um? Einerseits aus gegen Geschlechterrollen zu arbeiten und andererseits ansprechende Angebote für Mädchen wie Perlenketten machen. Haben wir auch ein bisschen schon in der Folge behandelt, aber kann man sicherlich noch mal intensiver besprechen. Habe ich offensichtlich erzählt, dass wir Perlenketten machen. Kann man nicht sehen, ne? So doch, richtig doch, gut, doch, oder? Ich glaube schon. Das bezeichnest du auf jeden Fall sehr gut als ein Spannungsverhältnis. Ja, es ist nun mal so, dass Mädchen in einer gewissen Altersgruppe sich einfach sehr stark als Mädchen identifizieren. Und dementsprechend auch sehr in diesen Rollen, Erwartungen und Rollen, Klischees, die eben für Mädchen angeboten werden oder existieren, ja, da drin, also damit halt aufwachsen. Und für mich gilt es da auf jeden Fall auch immer erstmal dem vorurteilsfrei zu begegnen und die Mädchen erstmal so zu nehmen, wie sie sind, natürlich, klar. Und ich weiß natürlich auch, dass wenn ich jetzt Perlenarmbänder mache, vor allem am Anfang beim Mädchentreff, dass das halt auch genau die Mädchen zieht. Also dass die das auch total toll finden und dass das halt deren Interesse ist. Und dann geht es halt darum, man kann halt auch, indem man halt Perlenarmbänder macht, über Themen sprechen, die dann vielleicht nicht mädchentypisch sind oder immer, was ich halt immer sage, irritieren. Und da kommt man, das ist eh immer eine ganz coole Sache, wenn man kreativ arbeitet, wenn man eben, und die Mädchen manchmal auch was halt zu tun haben, dann können sich manche Mädchen auch mehr öffnen und dann kann man halt auch viel darüber sprechen. Und da gilt es halt immer zu schauen, dass man sich diesem Spannungsverhältnis halt bewusst ist. Und es ist halt wichtig, sich eben diesen gemeinsamen Bezugspunkt zu haben,
Mädchen, Frauen, diese aber eben nicht festzuschreiben. Und das ist halt ganz eigentlich der zentrale Punkt der Arbeit. Also ich denke halt auch darüber hinaus kann man auch vielleicht sagen, dass es ja wirklich die Bedingung ist. Also das ist vielleicht vielen von euch jetzt klar, aber wir bekommen ja auch häufiger mal die Frage, ja warum heißt, also jetzt aus der linken Szene natürlich, warum heißt jetzt Lyra, also der Frauenraum, Frauen- und Mädchenraum bei uns, warum heißt der halt Frauenraum und nicht Flinterraum, ne? Und das ist ja einfach, das geht ja an der mehrheitlichen Realität von der Nachbarschaft vorbei, die sich halt davon einfach dann nicht angesprochen fühlt, die halt nicht mal weiß, was man jetzt von, also was man will, so. Speziell, wenn wir halt über Menschen mit Migrationshintergrund reden und so. Natürlich in einer studentischen Bubble ist das halt vielleicht nochmal was anderes. Da gibt es auch, mittlerweile ist das ja schon eine geläufigere Begrifflichkeit, als es vielleicht noch vor 2, 3, 4, 5 Jahren war. Aber trotzdem musst du ja erstmal überhaupt eine Grundlage schaffen, auf der du dann halt von der du dann halt auch zu solchen Themen überhaupt agierst. Und da haben wir einfach einen wirklich fundamental anderen Ansatz, als es jetzt in der linken Szene oder so halt der Fall ist. Und ich glaube, auf dieser Grundlage von, dass man dann überhaupt mit Menschen halt in Kontakt ist, mit dann halt eben an der Stelle Frauen und Mädchen in einem intensiven Kontakt steht, das schafft überhaupt halt die Grundlage, dass man über auch Fragen von Geschlecht oder so dann auch mal ins Gespräch kommen kann, weil du sonst halt überhaupt gar nicht im Kontakt bist, weil die Leute einfach sich davon nicht angesprochen fühlen und nur die Leute dahin kommen, die jetzt eh schon sich als irgendwie queer oder was damit zu tun haben halt irgendwie. Ne? Also ich würde halt ergänzend dazu sagen, dass es nicht nur ausschließlich eine strategische Überlegung ist. Also dass sich halt Menschen nicht davon angesprochen fühlen oder eben nicht mit dem Begriff was anfangen können. Das könnte man jetzt vielleicht auch grundsätzlich damit ja auch auflösen, dass man halt es ausschreibt oder wie auch immer oder immer eine Erklärung dazu schreibt oder was auch immer. Würde trotzdem natürlich in einer gewissen Bubble weiterhin wahrscheinlich stattfinden. Sondern tatsächlich, weil es ja, wir das halt als Analysekategorie verstehen. Ja. Und einfach für uns ein zentraler Punkt ist, auf weibliche Unterdrückung einzugehen. Also das finde ich eigentlich noch sehr viel zentraler. Die Beschäftigung mit weiblicher Zurichtung, weiblicher Unterdrückung. Da können natürlich eben auch weiblich gelesene, nicht-binäre Personen von betroffen sein, die das eben kennen, wenn sie weiblich sozialisiert sind. Und dementsprechend natürlich auch noch mal andere Erfahrungen machen, als wenn sie cisgeschlechtlich sind. Aber eben Transfrauen können eben auch diese weibliche Zurichtung erfahren und sowas alles. Und es geht halt einfach darum, welche Unterdrückung mit dieser Zuordnung einhergeht. Und es ist eben für uns auch wichtig, sich da auf Frauen zu beziehen, weil wir als Frauen unterdrückt werden und sich da eben zu versammeln innerhalb dieses Kollektivs Frau. Und wir machen da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, natürlich. Das ist halt ein umfassend großes Kollektiv, die Hälfte der Menschheit, ja. Quasi. Aber genau, ja. Und Marek, ob man mit dem Flinterbegriff dann nicht wieder Frauen unsichtbar macht, weiß ich nicht so. Also ich meine, in Flinter kommt ja auch Frau noch drin vor. Aber womit man es halt auf jeden Fall in Teilen schon macht, ist, dass es ja dann auch alle möglichen Veranstaltungen mittlerweile gibt, wo explizit dann nochmal Frau rausgelassen wird. Also das so weit geht es dann ja schon. Und das ist halt dann schon, da sehe ich auch ein Problem drin. Also über diese ganzen anderen Fragen, da kann man auch drüber diskutieren oder so. Also sollte man zumindest offen sein, ein allgemeines Gespräch drüber zu führen. Aber die Entwicklung, dass halt Frauen mittlerweile ganz aus vielen Veranstaltungsformaten und so rausgelassen wird, das ist dann, ich weiß gar nicht, was es da alles für Begriffe mittlerweile gibt.
Also da würde ich dir widersprechen, zum Teil, weil es schon durchaus sinnvoll sein kann, Transräume, Ach so, ja. ausschließliche spezifische Klar. Transräume offen zu machen, wo dann Cis-Frauen quasi nicht zu suchen haben, weil es eben um die transspezifische Unterdrückung geht. Also ich tue dir da scheinbar Unrecht, Ja, das wollte ich damit dass nicht ich sagen. das, Nee, dann nee. wollte ich dir das nicht unterstellen. Also ich finde das eigentlich eine ganz sinnvolle Entwicklung, dass es sowohl Frauenräume gibt, als auch Tina-Räume, Trans-Räume. Und dann ist es eben natürlich auch wichtig, dass es eben auch Räume gibt, beziehungsweise Veranstaltungskontexte, Workshops, wo man eben auch sich als Flinter zusammenfinden kann und auch als irgendwie alle Geschlechter. Das ist ja nach wie vor auch wichtig, ne? Also das ist ja innerhalb zum Beispiel von so einem Union-Salon-Kontext wichtig, dass wir natürlich auch den Anspruch haben, nicht nur Frauen mit unserer Arbeit zu erreichen. Und wir wissen, dass es halt nicht ohne die Männer geht, sage ich mal, die patriarchale Unterdrückung aufzulösen. Oder auch wenn es nur, ja. Aber ich finde es trotzdem sinnvoll, immer zu reflektieren, wann man welchen Begriff verwendet, wann man wen ansprechen möchte. Weil Flinter ist ein Sammelbegriff, wo auch, also wo sehr viele auch männlich sozialisierte Menschen drunter fallen, die jetzt vielleicht inter sind oder sowas, aber sich halt komplett männlich sozialisiert sind und sich auch als männlich verstehen und sowas alles. Und da ist dann einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, nicht einfach nur den Begriff Flinter benutzen, weil er halt auch super viel, dafür würde ich plädieren, weil der halt einfach sehr, einfach ein großer Sammelbegriff ist, sondern immer sich überlegen, wann ist es sinnvoll, eine Veranstaltung nur für Frauen zu machen? Wann ist es sinnvoll, eine Veranstaltung, einen Raum nur für vom Menschen, die vom Patriarchat betroffen sind, zu machen, Ja, etc. genau. Und das war jetzt halt, was ich letztendlich mit dem, was ich meinte, andeuten wollte, dass halt einfach die Entwicklung dahin geht, dass es dann auch kaum noch überhaupt noch Flinter, also in manchen Räumen halt kaum sogar noch Flinter-Veranstaltungen gibt, sondern davon ganz halt weggegangen wird, den Frauenbegriff rauszunehmen und jetzt über den Begriff einfach nur als Frau zu verwenden. Da gibt es halt Räume, die das halt grundsätzlich einfach nicht mehr machen würden und die das auch halt strategisch und auch als ideologisch halt einfach falsch sehen, für eine Sache nur von Frauen zu sprechen, obwohl ja, und das ist ja auch eine Selbstverständlichkeit, unser Frauenbegriff ist ja immer, schließt ja immer auch Transfrauen mit ein. Also das ist ja kein Begriff, der jetzt irgendwie sagt, nee, macht mal schön irgendwie eure Trans-Sachen, wir wollen jetzt hier nur, das ist ja nie der Fall. Und das sowieso nicht. Also das ist ja eh immer der Punkt, dass eine starke Frauenbewegung, eine feministische Bewegung, auch die sich eben auf Frauen beziehen und auf weibliche Unterdrückung, natürlich Transkämpfe, nicht-binäre Kämpfe unterstützen und eben natürlich auch, ja, groß, also auch groß machen können. Also eine starke Frauenbewegung kann und muss natürlich auch queere Kämpfe unterstützen und so, ja. Ja. Also ja, davon profitieren, ist auch so ein gegenseitiges solidarisch sein. Aber genau, ich würde das, glaube ich, mal abschließen. Erstmal, außer es kommen jetzt noch konkrete Nachfragen dazu. Und nochmal sagen, natürlich gibt es auch absolute Irrwege, was das angeht in dem Bereich. Ja. Wo es auch, Sowohl ja, als auch, ne? Also sowohl in die eine als auch in die andere richtig. Richtung. So. Genau, also sowohl in die radikal-feministische Richtung als auch in die queer-feministische Richtung. Und da war ja die Frage davon, werden Frauen nicht unsichtbar gemacht? Und ja, das ist häufig ein Vorfall, also oder ein Vorwurf, den es von radikal-feministischer Seite gibt. Und der hat
teilweise auch Bestand in sehr irrsinnigen Auswüchsen, sage ich mal, vom Queerfeminismus, aber häufig hat er halt einfach auch keinen Bestand. Ja. So, also so muss man, also. Und andersherum ist es ja dann mit den Radikalfeministinnen das Problem, dass sie eben. Nicht alle, aber viele halt eben dann queere Menschen unsichtbar machen wollen und. Oder transfeindlich sind, eins von beiden, ja. Aber das sind oder auch beides. Nicht alle Radikalfeministinnen. Auch das nicht. Da muss man also genau hingucken und deswegen finde ich halt. Differenzieren. Und vor allen Dingen im Gespräch halt sein. Also das ist halt, ich glaube, das ist halt so, wie ich jetzt auch immer euren Ansatz halt verstanden habe, so einfach einen materialistischen, feministischen Ansatz zu sagen, so, wir wollen auf die Gemeinsamkeiten gucken und wir wollen halt eine breite feministische Front aufbauen, die halt auch auf den Terminus Klasse fokussiert ist und auf die materiellen Realitäten fokussiert ist und halt nicht diese speziell auch in Deutschland extrem starken Dynamiken innerhalb des Feminismus aufrechterhalten, wo man immer nur gegeneinander arbeitet und dass sich gegeneinander vorgeht und mehr Skepsis teilweise voneinander schon hat als vor manchen Männern, so, weil das so weit reicht. Und das fand ich dann halt auch immer so ein bisschen schade, dass dann natürlich auch unserem Ansatz, sage ich jetzt mal allgemein, auch sehr, sehr große Skepsis entgegengebracht wird teilweise. Aber das muss man halt ein bisschen durchbrechen, diese Dynamik, finde ich. Und mit ihr meint er meine feministisch-revolutionäre Organisation, Feministische Initiative Ruhr. Richtig. Den Ansatz vertreten wir, genau, den wir eigentlich gerade ausgeführt haben, unter anderem. Und die wirkt natürlich auch im Unionsalon, sowohl als auch bei Lyra. Also das Lyra-Kollektiv ist nicht identisch mit Femmen. Es sind noch einige andere im Lyra-Kollektiv, aber natürlich ist die Grundlage und die Idee für den Frauentreff durch Femmen entstanden. So, hatten wir war noch eine frühere Frage? Also generell gab es ja auch noch ein paar Kommentare zu diesem geschlechterspezifischen Angeboten und so. Oder auch, wo Leute einfach was dazu geschrieben haben. Und da vielleicht nochmal allgemein, also ich glaube, das ist auch was halt bei uns schon auch in Teilen auch einfach so passiert oder auch selbstverständlich passiert. Also zum Beispiel kann man ja auch nennen, das hattest du auch, glaube ich, im Podcast erzählt, dass dann halt auch die Jungen dann nach dem Kettenbasteln halt gefragt haben. Und oder dass dann halt auch dass dann auch ganz viele Mädchen immer mit dem Tippkick-Fußball spielen oder so. Ich meine, klar, mittlerweile, also speziell Fußball ist ja auch nichts mehr, was so stark geschlechterkonnotiert ist, weil das ja eine sehr viele Fortschritte auch gab in dem Bereich. Vielleicht denken wir manchmal auch mehr an Geschlechterrollen als die Kinder selbst. Klar. Ne? Also dann fällt uns vielleicht auf, der Junge fragt jetzt nach der Mädchenkette, lass uns das fördern und unterstützen. Und er denkt sich gar nichts dabei. Nee, klar. Klar. Nightmare. Deswegen hast du ja bestimmt gerade auch gemerkt, dass mir das nochmal wichtig war zu betonen, dass nicht alle radikalen Feministinnen transfeindlich sind. Und das muss man auch einfach mal sagen und eine Lanze brechen für den Radikalfeminismus, dass der Radikalfeminismus als Strömung sehr stark geschlechterbedingte Gewalt und Unterdrückung im Fokus hat und dazu auch sehr wichtige Arbeit macht und vor allem gemacht hat. Ich meine, wie groß ist die radikal-feministische Strömung in Deutschland überhaupt noch so? Also, ja, ziemlich marginal. Ja, das wird tatsächlich innerhalb des linken Feminismusdiskurs, glaube ich, immer auch noch mal größer gemacht, als er tatsächlich ist. Und der war natürlich jahrzehntelang in der deutschen Frauenbewegung, war der Ansatz natürlich hegemonial oder sehr bedeutend. Und jetzt ist es halt einfach der Queerfeminismus, der hegemonial ist. Zumindest im linken Feminismus und eigentlich auch weitreichend.
auch über den linken Feminismus hinaus. Hattet ihr schon Ärger mit Männern, denen euer Programm nicht patriarchal genug war? Kaysor? Nee. Fragt das? Also hatten wir nicht. So, also Ärger wird ja jetzt wirklich heißen, dass irgendwer da auf die Barrikaden gegangen ist oder irgendwie. Also ich glaube, speziell mit dieser Konnotation mit nicht patriarchal genug, das haben wir, glaube ich, also das ist ja auch die Frage, was würde das jetzt im Speziellen heißen? Also patriarchal ist ja dann halt schon auch, wäre jetzt ja sehr explizit, dass dann da, weiß ich nicht, dann stehen würde 13.11. Männer treffen sich zum Fleischessen. bringt euer Lieblingssteak vorbei oder so. Also das wäre jetzt halt in meiner Konnotation vielleicht halt eine patriarchale Veranstaltung oder so. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen in der Frage heruntergebrochen, heruntergekürzt. Nee, klar. Also weiß nicht, hast du das schon erlebt, dass Verstehe, Kaysor, verstehe, alles gut. Wir haben halt Fragen. Wir bekommen halt ab und zu Fragen, deswegen. Aber also dass vielleicht Leute sich mal was denken oder so, kann ich mir vorstellen. Aber ich habe tatsächlich nie so aktive negative Vibes deswegen bekommen von niemandem bisher. Ich habe gerade diese Situation im Kopf, das war, glaube ich, bei der letzten Öffnungszeit. Ja. War das beim Brettspieltag dann wahrscheinlich? Ja. Als der Baba, wie ich ihn immer nenne, ja. Dann weißt du, wer ich meine. der hat ja dann gefragt, wie ist das mit dem Raum? Mhm. Wer darf da rein oder sowas? Und da meinte ich ja so, Mädchen und Frauen. Und dann hatte der sich schon wieder umgedreht und hat das einfach so hingenommen. Und ich wollte gerade eigentlich noch zu einer Erklärung ansetzen, weil ich das natürlich dann immer in dem Kontext direkt erkläre, weil das halt tatsächlich nicht was Selbstverständliches ist. Ja. Also das führt tatsächlich eher zu Irritationen, zum Nachfragen, das ist aber komisch, warum denn? Ja. Ich bin auch überrascht. Also ich finde es auch überraschend, dass also es mag sowas auch mal bei irgendwem gegeben haben. Ich bin ja auch nicht immer da so, aber es ist ja schon so, dass ich halt auch häufig da bin und häufig auch dann ein Gespräch darüber geführt habe oder unendlich vielen Nachbarn halt unser Programm halt gegeben habe und so. Und das war eigentlich nie irgendwie ein negatives Thema in dem Sinne. Sondern halt, wie gesagt, einfach tatsächliches Interesse und halt dass es eigentlich, wenn Nachfragen waren, dann war es immer so ein Interesse, was halt der Hintergrund davon ist. Ja, es gab auch schon mal, dass Frauen gesagt haben, hey, ich will doch mit meinem Mann hier sein. Ja, ja, so fein. Was. Ist ja auch in Ordnung. Ne? Also. Sowas. Und sonst natürlich gibt es auch bei uns, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, für alle, die das Projekt jetzt halt nicht so kennen, wir sind ja ein Raum des Diskurses, also kein so typischer linker Szeneraum, wo, weil das jetzt auch auf deine Frage ganz gut passt, halt mir, ob wir schon mal wen rauswerfen mussten, also auch unabhängig davon Mädchen- oder Frauentreff, dass wir halt einfach nicht schnell irgendwen rauswerfen erstmal. Also wir haben halt relativ regelmäßig sicherlich auch Vokabular, was halt mal an den Tag gelegt wird oder wo auch Kleinigkeiten passieren oder so, wo halt Leute für rausgeworfen würden in linken Szeneorten. Und das ist bei uns einfach nicht der Fall. Sondern wenn, dann führen wir halt auch, also natürlich auch nicht immer, aber wenn es halt angebracht ist und passend, halt darüber Gespräche und Aushandlungen. So, weil wir wollen ja mit der Nachbarschaft im Gespräch sein und da gehören halt einfach auch Themen von so eben diese klassischen Themen, wo man sich viel auch in der Linken Gedanken gemacht hat, ist das halt ein Thema, so wie Leute halt Sachen formulieren oder sonst was, aber es ist halt auch für mich nicht das primäre Thema. Also für mich ist es halt, ne, für mich ist nicht das primäre Thema, was haben die Leute für eine grundsätzliche Einstellung. Und wenn jetzt halt jemand sagt, so Mensch ist Mensch, so, sag ich mal, was jetzt vielleicht so eine klassische Aussage
ist, wo halt dann vielleicht ein Nachbar irgendwie an sich vernünftig eingestellt ist zu den Dingen. Und mir ist das im Prinzip scheißegal, ob das ein Schwuler ist oder ein Türke oder ein Deutscher so. Ja, dann sage ich halt, ja, unterschreibe ich. Ne? Also da mache ich mir halt, da muss ich dann jetzt halt nicht irgendwelche Sachen dann in der Situation thematisieren. Aber was es jetzt zum Beispiel häufiger gibt, was dann auch, was ich als stärkstes so Bauchschmerzen habe, ist dann halt das, ja, halt so eine gewisse Ausländerfeindlichkeit halt immer mal wieder halt so durchspielt. Also wir haben jetzt halt selten halt wirklich krass rechte Leute im Laden, haben wir auch schon gehabt, aber eher selten. Und aber dann so einfach diese, so eine gewisse Ausländerfeindlichkeit in den Sätzen und Nebensätzen rauskommt und da... Und auch Sexismus. Klar, aber da, das hat speziell erstes mit Ausländerfeindlichkeit ist teilweise sogar noch häufiger. Da, zumindest in den Gesprächen, so die ich führe, und das muss man dann immer ein bisschen gucken. Und wir sind da auch als Struktur drüber im Gespräch. Also das ist natürlich auch ein Punkt. Wir sprechen natürlich auch über so sehr auffällige Menschen, Männer, und beobachten das natürlich und reflektieren das und sind sowohl dann mit der Person als auch intern darüber ein Aushandlungsprozess, wie viel wir dulden und wie viel wir nicht dulden. Und dann ist da immer eben auch wichtig, wie geht die Person auf die Kritik ein. Ja. Das ist ja eigentlich ziemlich zentral, dass man das eben nicht widerspruchslos stehen lässt. Und dann, wie ist das Gespräch danach? Kann man da ganz normal drüber ein Gespräch führen? Und wie einsichtig ist die Person dann quasi etc.? Ja. Aber in der Nachbarn ging es dann ja um konkrete Übergrifflichkeiten, weniger die Wortwahl. Ach so. Und tatsächlich hatten wir das einfach noch nicht. Also wir hatten schon gewisse Konflikte, zum Beispiel unter Kindern, relativ vor gar nicht so langer Zeit auf unserem Spielplatz. Aber Konflikte unter Kindern gibt es eigentlich ständig. Genau, aber wo es halt schon so ein bisschen heftiger wurde. So Handgreiflichkeiten und so. Und so auch ständig im Mädchentreff. Ja, aber auch mit so Steine werfen und sowas. Ja, ja. Und das war dann halt schon ein bisschen pikanter. Aber wir haben das tatsächlich einfach toi, toi, toi bisher noch nicht gehabt, dass es jetzt halt große Übergriffigkeiten in irgendeiner Form bei uns im Laden gab. Und das ist halt auch mega nice. Also kleinere Übergriffigkeiten von Eltern gegenüber ihren Kindern. Sowas halt. Das bedenkt man da sowas natürlich da nicht mit. Wahrscheinlich, aber nee. Und die Situation zum Beispiel mit dem Spielplatz, wo eben das eine Kind beziehungsweise die beiden Geschwisterkinder quasi ausgeschlossen wurden, heruntergebrochen von den anderen Kindern mit den Steinen und sowas, was du gerade angesprochen hast. Das ist ja eben, das hat auf dem Spielplatz neben uns stattgefunden und das findet eigentlich automatisch natürlich auch bei uns im Laden statt, weil die Kinder auch bei uns immer, wenn wir offen haben, im Laden sind. Aber das ist ja auch eben der Punkt, dass wir uns da halt auch einmischen. Ne? Also wenn sich das halt ab einem gewissen Zeitpunkt ist das ja auch unser Anspruch, dass wir halt mitmischen in der Nachbarschaft und wenn halt was vor unserer eigenen Nase passiert, jegliche Art von Gewalt. Ja, und das hast du dann, glaube ich, auch ganz gut gelöst. Und das scheint sich jetzt auch mittlerweile wieder gelöst zu haben. Ja. Und das ist auch immer wichtig, dann auch wieder als Kollektiv, als aktiven Kreis, als Leute, die beständig im Laden sind, darüber im Austausch zu bleiben. Mhm. Und solche Konflikte, die eben in der Nachbarschaft stattfinden, die vielleicht auch mit uns stattfinden, wie auch immer, dass man da einfach informiert drüber ist und da eben auch sich gegenseitig unterstützt und aber auch gegenseitig halt selbstkritisch miteinander umgeht, etc. Ja. So. Aber es ist wirklich sehr harmonisch eigentlich. Also dieser gesamte Idee des Raumes, so von so einem Ort des Austauschs und der gegenseitigen Hilfe und so, wird halt sehr selbstverständlich von den allermeisten Nachbarn halt adaptiert und wird eigentlich auch schon einfach so sehr schnell von den Leuten halt gelebt. Entweder weil sie vielleicht das selber für sich auch eh so machen, bevor sie schon zu uns kommen, oder weil sie dann halt von das einfach auch so eine Raumatmosphäre dann einfach gibt, denke ich, bei uns, wo das dann halt das begünstigt. Sadi hat dann geschrieben zu Rollenbildern: Meiner Erfahrung nach haben Jungs,
und Mädchen verschiedene Interessen. Jungs raufen sich gerne, Mädchen sind sehr kreativ beim Spielen und solche Dinge. Würdest du sagen, das ist alles anerzogen oder gibt es diese Unterschiede? Es gibt biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber ich würde sagen, dass eigentlich, also dass die Unterschiede marginaler sind, als sie gesellschaftlich verhandelt werden. Und dass der überwiegende Teil, wie Menschen sich im Allgemeinen verhalten und dann auch nochmal auf das Geschlechterverhältnis heruntergebrochen, anerzogen ist und sozialisiert ist. Möchtest du was dazu ergänzen hier mit meinen Hot Takes? Naja, also was ja so ein Thema ist, dass es halt in der Tendenz, dass es in der Tendenz ja einfach zum Beispiel körperlich einfach ein paar unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Also natürlich kann man das nicht per se sagen, weil es gibt ja, was gibt auch da ja große Unterschiede, aber in der Tendenz ist es halt ja schon so. Und das, da muss man jetzt halt, denke ich, kein Houdini sein, um das irgendwie festzustellen. Und da, man kann ja trotzdem halt, das ändert ja trotzdem nichts daran, dass halt auch in so Profisport und so weiter elementare Teile dann davon abhängen, wie dann halt auch damit umgegangen wird. Also dass jetzt beispielsweise Männer einfach eine andere Form der Förderung erfahren und da halt mehr Geld drin steckt und so weiter. Als halt andersrum bei Frauen. Kleiner Einschub. Mein Wecker hat gerade geklingelt, deswegen bin ich aufgestanden. Es ist 21 Uhr. Bald ist für mich Schlafenszeit. Und Joshua hat mich gefragt, ob ich in den Genuss von Säurebonbons gekommen bin. Er scheint den Livestream nicht zu verfolgen. Aber ja, bin ich. Bitte nicht, Bordendiges. Also, mir ist das egal. Ich sehe Marien auch ganz gerne leiden. Also, wenn du deine Kanalpunkte dafür ausgeben willst. Ich werde keine Liegestützen machen, aber ich habe nichts dagegen, wenn Marien auch nochmal Liegestütze machen muss. Ich mache dann 10 bis 20. Also, das ist mein... Das ist mein Gastvorrecht, dass ich hier keine Liegestützen mache. Das werde ich ablehnen und boykottieren. Aber. Ja. Ja, also das ist im Prinzip die Antwort. Es gibt Unterschiede, aber die sind viel marginaler, als sie gesellschaftlich gemacht werden. Dass sich Jungs raufen, liegt an dem Gewaltverhältnis, in dem sich Männlichkeit konstituiert und auf diese aufgebaut ist. Ich weiß nicht, also raufen hat ja nicht nur was mit Gewaltverhältnis zu tun. Also ich würde jetzt halt echt nicht raufen, nur als okay, das ist jetzt Gewalt oder so sehen. Sondern das ist ja, also schon in den allermeisten Situationen halt spielerisch. Es gibt ja auch spielerische, die übermäßigen Situationen sind ja spielerisches Raufen, wo es jetzt halt den Beteiligten Verharmlosung auch von Gewalt. Nein, Spaß. Oh Gott, darüber machen wir keinen Spaß, ne? Nein. Wo es halt eben auch nicht um Gewalt gegeneinander geht. Es kann sehr schnell ernst werden. Auf das jeden schon, Fall. Das beobachtet Klar. man eigentlich ständig. Klar, und natürlich hat das hat dann natürlich vor allen Dingen, denke ich, eher was bei Männern speziell mit diesem Stärkeverhältnis zu tun. Also das ist halt, würde ich eher noch mal sehen, als dieses, dass man halt dem anderen, mit dem anderen sich messen will und über dem stehen will sozusagen. Das ist vielleicht noch mal etwas spezifischer, als dass es jetzt rein um die Gewalt geht oder so. Daraus wird halt schnell Gewalt. Und das ist ja eigentlich ja wahrscheinlich auch die präsenteste Gewalt, die Männer erleben im Patriarchat. Jetzt außerhalb von Krieg eben diese, was Danke ist dir. Passiert? Abonniert für 2 Monate. Dankeschön.
also ne, dass eben außerhalb von Verheizung im Krieg und natürlich Lohnarbeitsverhältnisse dieser Gewalt durch andere Männer, dieser Machtkampf zwischen Männern, dieses, kannst du besser was zu sagen vielleicht auch als Mann? Fragen wir doch mal einen Mann dazu. Ich würde halt einfach sagen, dass halt auch dieses Gegeneinander antreten und so weiter, speziell auf dieser spielerischen Ebene und so, das hat halt nicht primär unbedingt was mit Gewalt zu tun. Das ist ja das, wo ich das gerade probiert habe, zu differenzieren. Also so, das ist ja dann auch oft so ein Wettkampf und dieses sich miteinander messen. Das hat nicht was unbedingt damit zu tun, dass man sich über den anderen krass ermächtigen will und den irgendwie unterdrücken will. Damit hat das nicht unbedingt was zu tun. Ich denke, der Grat ist manchmal schmal und es ist auch ein Teil der Realität, dass es Teil dieses Gewaltverhältnisses sein kann und auch sein und ist, aber es ist jetzt nicht gleichzusetzen. Das finde ich falsch. Genau, also es ist halt nicht so einfach, woher das rührt und es lässt sich halt letztendlich auch nicht klären, weil wir nun mal im Patriarchat leben und man weiß nicht, wie es wäre, wenn wir in einem Nicht-Patriarchat leben würden und wie sich dann halt Geschlecht und Rollenbilder gestalten würde, wie sich das eben entwickeln würde und es ist ja nun mal auch so, dass halt Gehirnstrukturen eigentlich schon von Anfang an beeinflusst werden von der Umwelt. Ja. Also bei der Entwicklung während der Schwangerschaft gibt es ja eben quasi schon gesellschaftlichen Einfluss. Mhm. Und wo das jetzt heruntergebrochen zu trennen ist, was ist jetzt Biologie? Und da wiederhole ich mich nochmal, Biologie ist einfach wissenschaftlich als auch meines Erachtens nach viel geringer der Anteil, wenn ich mich jetzt natürlich auch ein Stück weit selbst widerspreche, weil man kann es letztendlich nicht trennen von Gesellschaft und wie wir auch Biologie bewerten und etc. Viel marginaler. Aber es gibt hormonelle Unterschiede, richtig, Sadi, würde ich auch sagen. Ja, also Fire Resist, dass es halt uns generell darum geht, so Geschlechter zu überwinden, das ist ja klar. Also dass das halt die gesellschaftliche Perspektive ist. Es ist halt nur einfach, da haben wir auch schon ein bisschen früher, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, aber trotzdem nochmal eben eine Realität, dass wir uns halt in dieser Gesellschaft befinden, die halt primär zweigeschlechtlich denkt und dementsprechend muss man da speziell auch aus einer weiblichen Perspektive zu Kämpfe halt auch führen und diese Sichtweisen auch ansprechen. Ja, wir lösen die Unterdrückung nicht auf, wenn wir nicht Geschlechter bekämpfen. Klar. Ja. Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass tatsächlich ich auch sehr viele Mädchen kenne, die sich prügeln. Ja, und ja. Gewalttätig sind. Also, ja, das ist auch spannend. Also, die halt andere Jungs schlagen in der Schule, die untereinander sich schlagen. Und das sind natürlich nicht alle Mädchen. Aber das ist da, wo ich früher gearbeitet habe, halt real. Und diese Zeit unter Schwestern, ich habe bei mir ein Mädchentreff jetzt hier in Dortmund, auch einfach viele Geschwister oder Schwestern unter sich, das ist auch zu einem gewissen Maß halt normal, dass man sich rauft. Aber also und da, aber von der Gewalt, der ich spreche, das geht auch über Raufen hinaus jetzt in dem Mädchenzentrum, wo ich früher gearbeitet habe, an Schulen, an denen ich war,
wo ich mit denen über Mobbing gesprochen habe an Schulen, Cybermobbing, Prävention. Da haben Mädchen auch andere Mädchen krankenhausreif geschlagen. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Verhältnis zu dem, ja, wie das unter Männern passiert. Aber es ist manchmal eine Frage, der Umgang mit Gewalt im Elternhaus, wie eben sich das dann auch, wie Mädchen auch anders sozialisiert werden können. Und ja, das ist einfach auch ein Beispiel dafür, dass es eben auch nicht nur das eine Mädchenbild gibt und nicht nur die eine Mädchensozialisierung. Genau, und das ist, genau, aber die Qualität, muss man halt schon benennen, ist halt einfach eine andere. Und es ist, also sowohl unter Jugendlichen, also was halt unter Jungs halt passiert von der konkreten, speziell körperlichen Gewalt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass halt so eine psychische Gewaltausübung teilweise sich gar nicht so groß unterscheidet. Bei Mädchen und Jungs, aber dass halt diese körperliche Gewalt, das findet einfach auf einem anderen Level statt, selbst wenn es das auch unter Mädchen gibt. Ja. Und das Gleiche sehen wir dann ja auch, und das hat natürlich nochmal ganz andere Ebenen, ganz andere Gründe, und da kann man alles Mögliche auch aufzählen, auf einer gesellschaftlichen Ebene dann später. Also im Erwachsenenalter. Das wächst sich raus, sozusagen. Nein, ist so. Nee, was ich sagen wollte, ist, auf einer gesellschaftlichen Ebene später ist es ja dann einfach so, es hat ja Gründe, warum halt die Knäste gefüllt sind halt mit Männern. Und das ist halt keine Verschwörung von Frauen dann. Das war jetzt ein Joke bezogen auf das KZ-Lied. Ich habe den Text gerade nicht parat, aber warum sind die Knäste wohl voll mit Männern? Das ist eine Verschwörung. Dies, das. Also ja. Ein Teil davon ist natürlich auch die auch soziale Rollen, dass Gerichte Frauen bei Gewalttaten milder bestrafen etc. Mhm. Damit bin ich natürlich jetzt die Letzte, die sagt, dass es keine überwiegende Gewalt von Männern ausgeht, vor allem die körperliche Gewalt, ne, ist klar. Aber irgendwie sind wir ein bisschen sehr abgeschwiffen, habe ich das Gefühl. Ja, egal, wir sind ja eh schon ein bisschen dabei und wir sind ja immer noch grob beim Thema. Und was ich meinte mit es wächst sich raus, hat ja dann wieder was damit zu tun, dass es halt junge Frauen, da passt es dann einfach nicht mehr, dass sie sich prügeln. Jedes Wochenende schlagen gehen. Ja, das sowieso nicht. Ja, ja. Ich war auch mal bei einer Kneipenschlägerei dabei in Dortmund, in einer Kaschemme, wo sich zwei Frauen geprügelt haben. Mhm. Aber es ist nun jetzt wirklich erwachsene Frauen. Im Pott kommt alles anders. Nee, aber das hat natürlich auch ein Stück weit mit prekären Verhältnissen zu tun und Prekarisierung und sowas alles tatsächlich. Genau. Kein Kommentar. Ich werde mich nicht zu potenziellen Gewalttaten, die meinerseits stattgefunden haben oder nicht stattgefunden haben, äußern hier. Aber in dem Fall war ich nicht daran beteiligt. Natürlich nicht. Sally, wie kommt es eigentlich, dass Mädchen, was das Emotionale angeht, weiter sind als Jungen? Diese Fähigkeit wird sowohl für gute Dinge wie für unschöne Dinge verwendet. Moment, wo ist die Frage? Achso, da. Dann kann ich mich darauf besser konzentrieren. Naja, also weil sie halt von klein auf dazu erzogen werden, sich zu sorgen. Also Mädchen jetzt. Ja, genau. Das ist halt die Antwort darauf. Mädchen werden von klein auf zu Müttern erzogen. Sie werden von klein auf dazu erzogen, Männern zu gefallen und für Männer da zu sein und Männern ein gutes Gefühl zu geben. Und das ist tatsächlich für mich auch anerzogen. Ja, klar.
Also da gibt's halt auch, da würde ich halt auch sehr deutlich sagen, das hat halt keine, also der einzige Anteil, den es halt irgendwie, den man jetzt, wenn man jetzt halt weiter in diesem darüber diskutieren möchte, wie relevant so ein hormoneller oder biologischer Anteil ist, dann ist ja einfach der einzige Unterschied, den es jetzt zwischen Männern und Frauen an der Stelle gibt, ist, dass halt Frauen das Kind gebären. So, das ist ja der einzige Unterschied. Sonst gibt es ja keinerlei Grundlage dafür, warum jetzt Männer weniger emotional empathisch sein sollten oder fürsorglich sein sollten als Frauen. Das kann halt ja nur eine Sozialisierung und Erziehung sein. Und Säugen. Und Säugen, ja. Und das, genau, Nightmare hat dann halt viel dann einfach, warum das dann immer noch so ist, hat dann einfach viel mit auch der materialistischen Realität, in der wir uns befinden, zu tun, dass es halt weiterhin diese Care-Arbeit geben muss. Und ich würde auch sagen, dass Vätern halt auch aberzogen wird, für ihre Kinder da zu sein. Und für Säuglinge da zu sein und sowas alles. Mhm. Also, ja. Weil wir gerade bei dem Thema waren mit dem Austragen der Schwangerschaft. Klar, Disclaimer, nicht nur Frauen können schwanger werden. Ja. Aber die überwiegende Mehrheit der Personen, die schwanger werden, sind Frauen. Ich habe so einen richtig schönen Käfer hier drin. Der ist Boah, ja. So groß, das ist so ein... Da muss ich gleich mal wieder raussetzen. Das ist selten, dass man so ein Vieh noch hat. Okay. Ich glaube, es ist keine... wissen die? Kein Schädling, so. Ich mach's nur kurz. Genau, und ich finde es tatsächlich auch cool, wenn emotionale Arbeit oder emotional und fürsorglich zu sein halt eine Aufwertung erfährt. Hm. Und das ist dann eben wichtig, dass es halt auch bei Männern eine Aufwertung erfährt. Hm. So. Also das ist ja, es ist also natürlich... gilt es da auch zu kritisieren und ganz stark zu kritisieren, dass die Care-Arbeit eben von Mädchen und Frauen übernommen wird, von weiblich sozialisierten Menschen. Aber es ist ja wichtig, dass wir uns umeinander kümmern. Es ist wichtig, dass wir empathisch füreinander sind, dass wir füreinander sorgen, dass wir miteinander kooperieren, dass wir solidarisch miteinander sind, etc. Und das möchte ich eigentlich den Mädchen nicht abtrainieren und auch nicht den Frauen. Nee. Sondern das ist halt das, wo Männer einfach einen sehr, sehr großen Mangel haben. Mhm. Also, ne? Es gibt ja auch empathische Männer. Ja, wir reden ja von Tendenzen. Genau. Von Tendenzen innerhalb wichtig, der Gesellschaft. Ist eh, ne? In diesem ganzen Kontext natürlich wichtig, es sind Tendenzen. Ja. Ja, als Junge wird dir auf jeden Fall ganz generell abgezogen, Gefühle richtig einzuordnen und zu äußern. Grundsätzlich so sehr wichtig, das wird uns auch allen teilweise aberzogen. Also das ist natürlich sehr zentral, natürlich wie die Eltern individuell auch damit umgehen. Gefühle zu validieren, auch ein wichtiger Bestandteil in der Jugendarbeit an sich, natürlich jetzt nicht nur in der Mädchenarbeit. Weil Empathie, würde ich sagen, ist halt das Allerwichtigste in der Erziehung. Nicht nur in der antipatriarchalen Beziehung von den Töchtern als Vater, Sadi, als Ergänzung, sondern sich in die Kinder hineinversetzen zu können und grundsätzlich sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, die Gefühle zu validieren, Gefühle nicht abzusprechen, aber eben natürlich selbst auch Gefühle zu äußern, Gefühle vorzuleben, auch sehr wichtig als Vater, als Vorbildfunktion für Töchter als auch für Jungen.
Genau, Bold Anarchist, was du schreibst, ist absolut richtig. Also, dass das Elternhaus auf all diese Faktoren nur einen bedingten Einfluss hat. Also, wenn wir von Sozialisierung sprechen und von wie Kinder halt erzogen werden in dieser Gesellschaft, dann sprechen wir halt ja nicht nur vom Elternhaus oder so. Das kann man halt schnell verwechseln. Habe ich gerade aber gemacht. Okay, aber auf jeden Fall ist halt relevanter Teil der Sozialisierung innerhalb der Gesellschaft, passiert halt in der Schule, passiert durch die Medien, passiert durch eben alles, was mit dem wir halt konfrontiert sind innerhalb dieser Gesellschaft und was uns halt irgendwie prägt. Und das hat halt oftmals einen viel größeren, also man bekommt halt, würde ich sagen, oftmals so ein Basisrüstset mit von den Eltern, so Basiswerte und Ansichten und Umgangsweisen, und dann wirkt halt die Gesellschaft halt in einem viel größeren Maß, hat ein gewissen Alter auf einem ein. Und dann, das ist ja auch altersbedingt, gibt es auch eine gewisse Entfremdung von den Eltern. Und die Eltern erziehen ja auch innerhalb dieser Gesellschaft, klar. Aber absolut, es ist nun mal trotzdem in den ersten Jahren auch individuell geprägt. So. Und natürlich, klar, diese Verrohung von Männern in der Gesellschaft. Ne? Also das hat natürlich, auch wenn ich jetzt sage, dass wir alle lernen zu funktionieren, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche, unser eigenes Begehren nicht zu sehen und nicht zum zentralen Punkt zu unserem Handeln zu machen, und unsere Gesellschaft danach zu organisieren, nach unseren menschlichen Bedürfnissen, dann ist es trotzdem noch mal auch eben, wo man von Zurichtung sprechen kann von Jungs, was eben da angeht von Verrohung. Hier ist es vielleicht nicht mehr ganz so explizit, dass man Soldaten heranzieht. Also und das führt natürlich unter anderem auch dazu, dass Männer anderen gewalttätig gegenüber wären, Kindern und Frauen vor allem. So, das kannst du ja auch nur mit einer gewissen Empathielosigkeit. Aber das ich finde daher auch den Punkt von Haselmausfront noch ganz interessant. Ich habe das Gefühl, dass Männer, die empathisch sind, gefühlsbetont sich geben und so weiter, oft alleine dastehen. Ich glaube nicht, dass das zwingend unbedingt der Fall ist. Das hängt natürlich auch sehr stark von dem Umfeld ab, in dem man sich bewegt und so. Aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Ja. Weil für Männer ist es ja sehr wichtig, sich innerhalb von dem eigenen Habitat irgendwie Anerkennung zu verschaffen und da halt anerkannt zu werden auch. Und in dem Moment, wo du halt nicht durchsetzungsfähig bist innerhalb von der männlichen Gesellschaft als Mann und nicht und dich da halt sehr schwach zeigst und angreifbar zeigst, in dem Moment wirst du wahrscheinlich auch angegriffen und wirst du wahrscheinlich auch Probleme bekommen und wird es auch dazu führen, dass du halt potenziell zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass du isolierter bist. Und speziell im schulischen Kontext ist es halt extrem krass. Also wer sich halt als Junge, speziell im pubertären Alter, denke ich, dort keine Schutzwand aufbaut und nicht in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen und sich sensibel zeigt, der wird halt niedergemacht. In den allermeisten Fällen. Und das ist dann halt was, worauf sich natürlich auch ein späteres Leben, wenn man sich daraus nicht befreien kann, aufbauen kann. Und deswegen ist es ja, und das ist ja auch wieder so ein Punkt. Also, was machst du jetzt an der Stelle als linke feministische Eltern, wenn dein Junge zu dir kommt und sagt, so, ja, die anderen Jungs verhauen mich, weil ich halt im Prinzip sensibel bin. So, ne? Und dann ist halt leider oftmals tatsächlich die beste Variante, ja, du musst halt dann auch stark sein, in einem gewissen Rahmen zumindest, dir dann halt dann versuchen, deinen Kern zu behalten. Ja. Danke dir, Kropotkin. Ja, musst dir versuchen, deinen Kern zu behalten, deinen weichen Kern und diese Fähigkeit, Empathie zu haben und das alles halt zu kultivieren.
Aber auf der gleichen Seite musst du halt auch in der Lage sein, auch zurückzuschlagen und halt dich wehren zu können. Also nach meiner Erfahrung ist es halt nicht anders möglich, in dieser Gesellschaft so zu überleben. Und da möchte ich dir auch widersprechen, Marek. Du hast zwar recht, dass generell Menschen dieser Gesellschaftsform zum Funktionieren getrimmt werden und dass man halt auch sich in gewisser Form entfremdet von der eigentlichen Gefühlsnatur, wenn man das so aufmachen möchte. Aber wenn ich dich da richtig verstehe, würde ich dir trotzdem widersprechen, weil das halt nicht im gleichen Maße auf die Geschlechter zutrifft, sonst würde es ja diese Unterschiede bei Frauen und Männern nicht geben und die sind ja für alle offensichtlich. Also das ist halt einfach nicht nur in einem materiellen Sinne, von einem beruflichen Perspektive her, Frauen halt in den ganzen fürsorgenden Berufen und so weiter halt Vorreiterinnen sind, sondern dass es auch in einem Beziehungskontext einfach diese Aufgabenteilung nach wie vor eine Realität in der Tendenz ist. Auch Mädchen brauchen eine ziemliche Härte im Schulkontext. Also, ja, wenn ich da im Gespräch bin mit Mädchen, was Mobbing angeht, ja. Von sensibel zu rechts? Eher von diesem, jetzt, du meinst wahrscheinlich, Bald Anakis, von diesem, ich sag jetzt mal plump, so dem Opfertypen, der halt immer gemobbt wurde in der Schule, nirgendwo Anschluss gefunden hat und dann jetzt halt später irgendwie Anschluss sucht, eine Gemeinschaft sucht. Genau, ich denke mal, so ist das gemeint, Bald Anakis. Ja, das gibt es tatsächlich. Aber andererseits, wenn man sich jetzt halt, ich glaube, dass es nicht nur eine prinzipielle Pipeline nach rechts ist, sondern wenn ich mir so angucke, wie viele Menschen, die ich in der radikalen Linken begegnet habe, halt eine Mobbing-Geschichte halt haben oder eine eigene Erfahrungswelt da halt zumindest mal hatten, das ist halt auch sehr extrem. Und ich glaube, das ist einfach generell dann ein Phänomen, dass halt Menschen, die isoliert wurden als Jugendliche oder die halt gemobbt wurden oder so, dass die halt einfach vielleicht vermehrt einfach einen kollektiven Anschluss suchen, weil ihnen das halt gefehlt hat, eben in ihrer bisherigen Lebenswelt. Das kann dann in alle möglichen Richtungen gehen und wie man dann so schön bei Hufeisentheorie dann in alle möglichen Extreme, ja. Ja, das kann man ja dann nochmal damit aufheben, dass alle Menschen kollektiven Anschluss suchen und sie, sage ich mal, die Menschen finden kollektiven Anschluss dann mehr im Mainstream. Und also Rechtsextreme und linke Bubble sind eben Bubblen. So, also so, genau, also ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal so ein Punkt ist. Ich weiß nicht, ob der klar geworden ist. Genau, also ja. Es landen auch Leute in der linken Bubble, die sonst vielleicht woanders nicht gesellschaftlich Anschluss finden. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der unseren Werten entspricht. So, aber ja. Und das war auch nochmal die Ergänzung von der Isolierung nach rechts. Das finde ich tatsächlich nochmal spezifischer als Ergänzung und besser. Und ja, noch zu Marek, wenn die Frau als Muttertier funktionieren soll, ist das Funktionieren da eben ein anderes. Stimmt auch wieder, aber tatsächlich leben wir auch ja nicht mehr in so einer Art von Patriarchat, was jetzt nur darauf münzt, dass es nur Frauen in Mutterrollen braucht. Also es ist ja nicht so materialistisch herzuleiten, dass jetzt halt einfach alle Frauen nur noch Mütter sein sollen und nur noch darin stattfinden sollen. Also der Kapitalismus will ja. Lohnarbeiterin. Genau. Und das ist ja gewünscht. Und deswegen ist es ja nicht so, dass jetzt halt dahin sozialisiert und erzogen wird, dass alle Frauen rein in ihrer Mutterrolle und nur am Herd stehen sollen. So, da bewegen wir uns ja schon, zumindest in Deutschland, in einer relativ langen
Zeitspanne nicht mehr. Ja, nee, ist klar. Also es ist schon ein bisschen komplexer. Aber ja, würde ich auch von ausgehen können, dass das klar ist. Jo. Also es ist natürlich auch die Standarderzählung in bürgerlichen Medien, das Opfer, das rechtsextrem wird. Ja, na klar. Ne? Also das sind die Geschichten, die erzählt werden. Ne? Also jemand, der ausgeschlossen ist und wird, das ist eigentlich immer die Erzählung. Und da sind auch reale Momente, reale Situationen, Realitäten da, aber es ist ja nicht ausschließlich der Grund, warum Menschen rechts werden oder rechtsextrem. Ja, Fire Resists hast du prinzipiell. Hashtag Trade Vibes. Ja, aber also trotzdem ist es ja nicht unsere aktuelle Realität. Also auch wenn es halt Bemühungen gibt, das Rad zurückzudrehen, ist es ja noch nicht passiert. Ich glaube, damit ist auch ein TikTok-Trend oder Instagram-Trend oder was auch immer mit gemeint. Aber es gibt ja auch Hashtag Girls Girl. Ja. Boah, und was echt krass ist, ist, was bei den Mädchen angekommen ist, bei älteren Mädchen. Diese Frage, möchtest du lieber mit einem Bär oder mit einem Mann in einem Raum sein? Ja. Also, wo wir gerade von so von Trends reden, das ist schon auf jeden Fall schockierend, wie häufig mir diese Frage dann natürlich in dem Kontext gestellt wurde und ja, dass die Mädchen mit 11, 12 auch schon lieber mit Bären in einem Raum sein wollen würden als mit Männern. Ja, ich würde sagen, lass uns mal eine letzte Runde machen. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen dabei. Also schreibt gerne vielleicht noch mal rein, worüber wir noch sprechen sollen, was wir noch zum Abschluss thematisieren sollen. Sonst war es eine wirklich sehr lebhafte und schöne Ergänzung bisher zur Folge, fand ich. Ist natürlich auch wichtig, halt Männer und Jungs nicht zu verteufeln und auch zu dämonisieren. Also gerade bei, wenn man das so zugespitzt bei Bär oder Mann sagt, also das ist auch natürlich ein zentraler Punkt meiner Arbeit. Mhm. Die reale Gefahr ernst zu nehmen und auch zu behandeln, darüber zu sprechen und dann auch eben über Selbstschutzstrategien und Selbstbehauptungsstrategien zu sprechen, sich darin zu erproben, aber eben nicht diese Dämonisierung so zu bestärken und voranzutreiben. Generell, was auch ja ein Punkt ist, der auch, finde ich, heute aus dem Gespräch nochmal rausgekommen ist, aber den ich nochmal betonen möchte, weil es auch innerhalb unserer Podcast-Folge nicht so herauskam, auch wenn du es kurz erwähnt hast, dass halt die historische feministische Mädchenarbeit dann ja auch irgendwann eingefordert hat, dass es diese Jungenarbeit halt gibt. Das ist halt, finde ich, so ein zentraler Punkt, dass das Patriarchat zu überwinden halt nur mit den Männern funktioniert, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also es muss halt ein gewisser Teil der Männer einfach mitmachen. Ja. Und das ist halt eben das Traurige oft, dass dann halt solche Sachen und Entwicklungen immer eingefordert werden müssen von den Frauen und dass halt diese es nie eine richtige Emanzipationsbewegung in dem Sinne für Männer halt gab. Und ist immer nur, oder nicht immer nur, aber oftmals dann auf den Druck halt nur von Genossinnen halt sozusagen passiert, dass da vernünftige Entwicklungen geschehen. Das ist, finde ich, immer sehr traurig. Und das ist einfach eine wichtige Ergänzung, denke ich, dass es nur funktioniert, wenn halt auch bei den Männern Fortschritte geschehen. Jo. Dann vielleicht noch zum Abschluss die Frage zu anarchistisch-feministischer Literatur. Da gibt es eigentlich nur, finde ich, also ganz gute Einführungssachen.
Aber in so einer tieferen und aktuelleren Auseinandersetzung, finde ich, ist es halt relativ schwach. Weil das Ganze halt einfach nur unzureichend, denke ich, aktualisiert wurde. Wurde auch, glaube ich, schon in unterschiedlicher Form thematisiert mal, dass es da halt eine Aktualisierung braucht. Zum Beispiel in Breaking the Waves von der Black Wall Situation. Aber in dieser Aktualisierung der anarcho-feministischen Theorie und Praxis mangelt es halt. Oftmals ist es dann leider nur ein gerade aktuell ein Abklatsch von so einer aktuellen queer-feministischen Szene-Tendenz, wo man halt noch irgendwie Anarchismus nebenschreibt. Ja, und sonst könnte ich halt dann vor allen Dingen einführende Sachen halt eben empfehlen in den Anarcho-Feminismus. Die findet man, glaube ich, auch so recht gut, wenn man einfach nach Anarcho-Feminismus googelt. Das vor allen Dingen von der Libertären Aktion Winterthur kann ich zum Beispiel empfehlen, die Einführung. Die habe ich auch gelesen und ich wurde auch irgendwann mal im Verlaufe gefragt, was ich gelesen habe, feministisch, also was mich da geprägt hat. Und da muss ich einfach auch zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht so stark vom Anarcho-Feminismus geprägt bin. Ja. Ich komme aus dem Marxismus und bin da auch relativ geprägt von und dann irgendwie zeitgleich auch von queeren Theorien. Und dann, als ich mich dem Klassenstandpunkt mehr zugewandt habe, habe ich mich weniger mit Judith Butler auseinandergesetzt, auf jeden Fall. Ja. Aber du hast ja noch deinen Weg zum anarchistischen Kommunismus gefunden, ne? Den habe ich noch gefunden, richtig. Aber explizit feministische Literatur fällt mir da jetzt nicht ein. Aber es lohnt sich auch, Alternativen zu lesen, zum Beispiel Frigga Haug, die Alternativen zur Intersektionalismus-Theorie zum Beispiel mit Herrschaftsknoten und die sich dann, verwendet zum Beispiel den Begriff Herrschaftsknoten. Hat Gut. mich schon sehr stark auf jeden Fall geprägt. Bold Anarchist, ich weiß nicht genau, welche Empfehlung du meinst. Ich weiß nicht, ob das auf Anna oder mich bezogen ist. Kannst du nochmal konkretisieren? Dann können wir das noch zum Abschluss jetzt beantworten. Sonst sind wir dann gleich raus. Also Gegenfrage. Ach so, von mir. Genau, also ich meinte Anarcho-Feminismus von dieser Einführung halt von der Libertären Aktion Libertäre Aktion Winterthur. Und es gibt auch noch vom Unrast Verlag einen guten Überblick, das einfach, glaube ich, auch nur Anarcho-Feminismus eine Einführung oder so heißt. Und dann kann ich noch empfehlen Breaking the Waves, was damals die Plattform neu rausgebracht hat. Ja, was halt einfach anerkennt, dass es da halt eine Leerstelle gibt in der Entwicklung. Ich wollte da auch nochmal ergänzen, es gibt halt einfach auch Leerstellen im materialistischen Feminismus, was aktuelle Diskurse angeht. Also da werden wir halt auch häufiger gefragt als Femin, was quasi Analysen angeht, was der Einbezug von queeren Realitäten angeht, warum man sich nach wie vor auf Frauen bezieht, etc. Und wir selbst haben da schon sehr ausführlich Recherche betrieben. Und also es gibt halt vereinzelt englische Literatur dazu, die wir gefunden haben. Aber es ist halt schon sehr dünn. Und im Deutschen habe ich tatsächlich auch sehr wenig dazu gefunden und wir in der Auseinandersetzung damit. Ja, also ich kann das jetzt tatsächlich aus dem Kopf nicht sagen, aber kann man auf jeden Fall auch nochmal ergänzen. Aber dann mag ich dann halt tatsächlich euer Selbstverständnis empfehlen, was ich echt gut finde, um das dann, um nochmal das zu loben. Also das finde ich halt eine
ein sehr gutes Grundsatzpapier für eine feministische Organisation. So für den Beginn vor allen Dingen. Und das kann ich euch empfehlen, da mal reinzulesen. Als Vorschlag eines dritten Weges von, was vielleicht auch ein bisschen beeinflusst ist von einem Queerfeminismus und von einem Radikalfeminismus, aber was halt nochmal vorschlägt. Wir nehmen uns die guten Dinge, genau, und lehnen die schlechten Dinge aus den Strömungen ab und machen unsere eigene Strömung und sehen uns in der Tradition der Arbeiterinnenbewegung, der feministischen Arbeiterinnenbewegung. Ist ja nicht so, dass wir das neu erfunden haben. Ja. Wir versuchen es neu wieder etwas bekannter zu machen. Ja. Und in dem Sinne möchte ich noch abschließen, weil ihr uns ja und über Tage jetzt heute speziell so schön unterstützt habt, viele, viele neue Abos. Wenn ihr noch Kohle überhaben solltet, unterstützt auch gerne unser Nachbarschaftstreff in Dortmund. Wir haben jetzt viel in der Folge darüber geredet und auch im Livestream. Wir haben da gerade eine Kampagne, wo wir versuchen, 1.000 Euro an Daueraufträgen zu erreichen für den Laden, weil ja, das Ganze steht leider noch nicht auf finanziell sicheren Beinen, auch wenn es von dem, wie es von der Nachbarschaft angenommen wird und was halt so passiert, schon richtig geil funktioniert. Aber wir brauchen einfach ein bisschen mehr Geld. Wenn ihr da was übrig habt oder wen kennt, den ihr anbaggern könnt, macht das gerne. Und ja, ich bedanke mich für das Gespräch mit dir, Anna, und auch mit euch. Es war ein richtig toller Livestream heute mit total spannenden Fragen und Diskussionen und finde ich, hat jetzt in dem Zusammenhang nochmal unsere Folge auch auf ein neues Niveau gebracht. Als du es gerade angesprochen hast, falls das aus eurer Community kam, danke an die etwas größere Spende an den Union-Salon mit dem Betreff Mädchentreff, falls das hier aus der Community kam. Das ist schon jetzt ein bisschen was her. Mhm. Genau, dann bedanke ich mich auf diesem Wege mal dafür. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Das kam sehr random, aber cool. Also vielleicht ist das die Möglichkeit, dass es die Person erreicht, von der das Geld kam. Und dann würde ich sagen, bis bald im Chat. Generell auch ein Dank an alle anderen, die für den Union-Salon schon supportet haben. Also ich weiß ja, dass auch viele aus der Community das gemacht haben. Das ist eine sehr große Hilfe und einfach schön, dass diese Verbindung aus den verschiedenen Projekten, die wir so machen und an denen wir auch beteiligt sind, einfach schöne Synergien ergeben. Ich mag auch deinen Namen, Haselmaus Front, weil mich das an Zeiten um Kämpfe im Hambacher Forst erinnert. Hm. Und da ging es immer darum, die Haselmaus bleibt. Und es ist der Hambacher Forst ist ein wichtiger Lebensraum für die Haselmaus. Und sie ist schützenswert, natürlich. Auch der Wald an sich ist schützenswert. Und genau, dann schließe ich damit ab, Haselmaus bleibt. Okay, also ihr Lieben, dann macht es gut. Habe ich ja schon gedacht. Auf bald, Glück auf. Glück auf.